Heute eine Soundtrack-Empfehlung von einem der Recken der deutschen Filmmusik, Peter Thomas. Vor kurzem veröffentlichte Allscore Media zum ersten Mal den Soundtrack zu Steiner Das Eiserne Kreuz 2 auf farbigem Vinyl. Ich habe ihn hier mal mitgebracht. Der Film selbst ist ein Mist, ganz im Gegensatz zum ersten Teil. Aber die Musik von Peter Thomas hat es in sich. Der Produzent Wolf Hartwig plante, finanziert mit den Millionen der immens erfolgreichen Schulmädchenreportfilme, eine internationale Großproduktion. Steiner, Das Eiserne Kreuz, basierend auf Willy Heinrichs Weltkriegsroman Das geduldige Fleisch. Regie führte damals Sam Peckinpah. Die Musik sollte ursprünglich aus der Feder von Peter Thomas kommen, aber die beiden kamen einfach nicht miteinander aus. Letztlich schrieb der amerikanische Komponist Ernest Gold die Musik zum ersten Teil von Steiner. Der Film wurde 1977 trotz finanzieller Querelen zu einem internationalen Erfolg. Alsbald wurde eine Fortsetzung gedreht. Die Regie führte Andrew McLaughlin und bei der Filmmusik kam nun Peter Thomas zum Zuge. Der neue Regisseur und der alte Komponist verstanden sich auf Anhieb gut. Die Titelmelodie von Peter Thomas wurde kurz nach der Filmpremiere von 1979 von der Ariola als Single veröffentlicht. Steiner, Das Eiserne Kreuz 2, konnte allerdings trotz Starbesetzung nicht an den Erfolg des ersten Teils anknüpfen. Eine bereits angedachte LP-Veröffentlichung des Soundtracks wurde deshalb wahrscheinlich nicht mehr weiterverfolgt. Bis jetzt. Allscore Media brachte eben die Musik auf den Markt. Und ich bin restlos von der Stücken begeistert. Das vorliegende Album ist die Vinylpremiere der Filmmusik, ergänzt um einen bisher unveröffentlichten Titel, der auf der vergriffenen CD-Version aus dem Jahre 1993 nicht enthalten war. Für die Illustration auf dem Cover hier und auf dem Cover der CD und der LP war Adrian Keindorf verantwortlich, der schon einige LPs von Allscore Media geschaffen hat. Die LP ist auf transparent orangefarbenen Vinyl, limitiert auf 500 Exemplare. Für die Leute, die Peter Thomas nicht kennen. 1925 bis 2020 war er einer der bedeutendsten Filmkomponisten, der mehr als 200 Film- und Fernsehproduktionen musikalisch begleitet hat. Er prägte den Soundtrack von zahlreichen Klassikern des deutschen Films, wie Die Halbstarken oder vor allem Raumpatrouille Orion. Mit seinen unverwechselbaren Klängen, die oft von elektronischen Instrumenten und Soundeffekten geprägt waren, schuf er eine eigene Ästhetik im deutschen Filmmusikbereich. Thomas war auch ein Pionier bei der Verwendung von Popmusikelementen in Filmmusik und gilt als einer der ersten Wegbereiter für den Einsatz von Synthesizern und Sounddesign in der Filmmusik. Sein Werk prägte eine ganze Generation von Filmkomponisten und er wird immer einen besonderen Platz in der deutschen Filmgeschichte einnehmen.